Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist die Tagesschau und das sind die Themen. Heute Donnerstag, an dem es an der WM wieder eine Medaille für die Schweiz gab. Und wieder ist gut die Beste. Die Schweizerin holt zum zweiten Mal WM-Gold und das ist nicht nur für sie ein Grund zum Strahlen. Und hier sollte ein Bild von Lara Gut sein, wie sie strahlt. Leider ist das im Moment noch nicht abrufbar, aber vielleicht haben wir die technischen Probleme im Laufe der Sendung dann im Griff. Aber es ist eben auch ein Grund zum Strahlen für die ganze Skination Schweiz. Denn mit ihrem Titel heute ging für die Schweizer Athletinnen eine lange, lange Durststrecke im Riesensalon zu Ende. Der österreichische Skiort Ischgl hat vor einem Jahr international Bekanntheit erlangt, im negativen Sinn. In Ischgl steckten sich in der Après-Ski-Ekstase unzählige Menschen an, die dann das Coronavirus in die halbe Welt raustrugen. Und nun sehen Sie, das mit den Bildern hat jetzt geklappt. Aber